Im Folgenden wird die digitale Bauaufnahme am Beispiel der Synagoge in Mainz-Weisenau vorgestellt. Die Weisenauer Synagoge wurde in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts erbaut. Die Synagoge dient den Weisenauer Juden bis in die 1930er Jahre als Gotteshaus. Kultisch genutzt wurde die Synagoge zuletzt am 3. Juli 1938 für eine Trauung. Die Synagoge mit der Mikwe, einem jüdischen Ritualbad, übersteht das NS-Regime und den Zweiten Weltkrieg. 1984 wird die Synagoge unter Denkmalschutz gestellt. Der Förderverein Synagoge Mainz-Weisenau wird am 23. Mai 1993 mit dem Ziel gegründet, die Restaurierung der Weisenauer Synagoge voranzutreiben und den Bau einer geeigneten kulturellen Nutzung zuzuführen. Die Bauaufnahme wurde mit freundlicher Unterstützung seitens des Fördervereins und der Stadt Mainz 2019 und 2020 an der Hochschule Mainz durchgeführt. Die Bauaufnahme gliedert sich in drei Kampagnen auf. Bei der ersten Kampagne vom 4. Dezember 2019 wurde die Synagoge im Innenraum gescannt sowie das jüdische Ritualbad, die Mikwe. Des Weiteren wurde das gesamte Areal um die Synagoge und die Mikwe erfasst mit einem terrestrischen Laserscanner. Zusätzlich fand eine Befliegung mit einer Drohne statt, mit der die Dachlandschaft von dem Areal aus der Luft erfasst werden konnte. Die zweite Kampagne fand am 8.04.2020 statt. Dabei wurde die Synagoge noch einmal im Innenraum gescannt, diesmal aber ohne Bestuhlung und ohne Inventar. Zusätzlich wurde das Habigische Haus erfasst, und zwar das Hinterhaus mit dem Verbindungsbau und das Vorderhaus. Die letzte Kampagne fand am 17. Juni 2020 statt. Dabei wurde im vorderen Bereich auf der Straße eine Station aufgebaut, um eine Georeferenzierung der Daten zu ermöglichen. Zur Lokalisierung hier ein Ausschnitt aus der Grundkarte. Wir sehen die Synagoge auf dem Grundstück, die Mikwe, das Habigische Haus mit dem Verbindungsbau, die Wormser Straße, dann die Bahnanlagen, ein Pfad und dahinter ist gleich der Rhein. Wir beginnen mit der ersten Kampagne mit der digitalen Bauaufnahme vom 4. Dezember 2019. Für die Bauaufnahme benötigt man ein vielfältiges Repertoire an Werkzeugen, die wir hier per Bestellliste, Ausleihliste an der Hochschule Mainz für diesen Tag reserviert haben. Unter anderem haben wir den Tachymeter von Leica TS30 verwendet, 7 Stative, 7 Dreifüße, 7 Reflektoren, 7 Adapter, mehrere Batterien, Stabstative, Reflektorstäbe, Warnschilder, Gummihütte und die Zielmarken, die sogenannten Targets für den Laserscanner. Zusätzlich haben wir einen GPS-Empfänger ausgeliehen mit einer Antenne und Kabel und einem Adapterset, ein Feldbuchrahmen, Zollstock, Flöcke und Nägel, Hammer und Alukoffer mit Wetterstation in Schieberlehre. Als erstes versucht man vor Ort ein System aufzubauen für einen Polygonzug, mit dem wir ein lokales Koordinatensystem mittels Tachymeter und Zielmarkenerfassung aufstellen können. Wir haben um die Synagoge insgesamt sieben Stative aufgestellt, also 7 Positionen für den Tachymeter. Danach fand die Platzierung der Standpunkte und der Zielmarken, das heißt die Stative wurden aufgesetzt an den Punkten und die Zielmarken wurden an den Objekt angelegt. Bei der Wahl der Standpunkte für den Tachymeter ist es wichtig, dass man Sichten zwischen den einzelnen Standpunkten sicherstellt. Dies wurde jedes Mal kontrolliert. Die Zielmarkenanbringung am Objekt.
Teilweise haben wir auch Klebemarken verwendet, die natürlich mit Vorsicht zu genießen sind, weil die Bausubstanz auch angegriffen werden kann. Anschließend fand die Verteilung der Spinnen für weitere Zielmarken statt. Diese wurden dann auch auf dem Areal im Außengelände positioniert. Der Standpunkt für die GPS-Messung an der Straße vor dem Areal wurde gewählt und aufgestellt. Hier ist zu sagen, dass für unsere Zwecke die GPS-Messung nicht verwendbar war, weil das Signal zu schwach war. Insofern haben wir später für die Georeferenzierung eine andere Methode verwendet, die anschließend in der dritten Kampagne vorgestellt wird. Das ist jetzt der Sicht zur Straße vom Objekt Rückseite. Das heißt, wir sehen ganz hinten hinter der studentischen Hilfskraft das Stativ, hier in der Vergrößerung, ein Blick vom Stativ oben auf das Stativ Nummer 7, auf dem wir auch die GPS-Messung vorgenommen haben. Und anschließend geht es dann weiter mit der Dokumentation der Spinnen und der Zielmarken, die auf dem Plan aufgetragen werden. In diesem Feldbuch werden auch hier aufgeklappte Fassadenansichten gezeichnet, um später dann die Zielmarken an den Fassaden zu dokumentieren. Die Spinnen werden mit den Xen versehen. Die Dreiecke sind die Standpunkte für das Stativ, auf dem der Tachymeter dann aufgesetzt wird. Die Verschiebung des GPS-Standpunktes wurde auch dokumentiert. Zuerst fand die Positionierung direkt an der Fassade, später wurde sie dann weiter an die Straßenkante versetzt. Für die Dokumentation der Zielmarken an den Fassaden wurde anschließend noch eine weitere Zeichnung angefertigt, auf der man genauer die Positionierung festhalten konnte. Die vollständige Dokumentation in dem Feldbuch sieht folgendermaßen aus. Wir haben für die Stative Zahlen 1 bis 7, also 7 Positionen, die hier mit Dreiecken versehen werden. Die Zielmarken, die wir auf die Spinnen gesetzt haben, haben wir mit der Zahl 11 bis 18 durchnummeriert. Und die Zielmarken, die an den Fassaden der Objekte befestigt wurden, wurden mit den Nummern 101 bis 108 dokumentiert. Die MIGFIRM erhielt dann die Zahlen 201 und 202 für die Zielmarken an der Fassade. Anschließend wurde noch die Legende rechts unten aufgeschrieben, sodass man dann im Innendienst später die Dokumentation besser nachvollziehen kann. Wir laufen jetzt einmal die Situation ab. Wir sind in Reihen rechts, die Bundesstraße hier. Das ist Stativ Nummer 7 mit den GPS-Messungen gerade. Wir laufen jetzt vorbei an der ersten Spinne mit einem Target und laufen jetzt auf das Grundstück zu. Zu linken das Habichhaus, vor uns die Synagoge, rechts jetzt die Mikwe, das Ritualbad. Wir sehen auch die Targets oder die Zielmarken, die an den Fassaden befestigt sind. Hier haben wir jetzt auch schon die GPS-Sender. Dann sehen wir unsere Geräte, die hier positioniert wurden, die anderen Stativpositionen, auf die im Zuge der Vermessung der Bauaufnahme das Tachymeter positioniert wird. Wir laufen jetzt hoch, sehen auch den BLK360-Scanner im Einsatz hier auf dem Stativ. Dahinter wieder einen GPS-Sender. Wir sind jetzt im hinteren Bereich. Wir gucken jetzt auf die Hinterwand der Synagoge mit dem Eingang rechts auf die Empore. Und hier die Prismen, die schon auf den Stativen aufgesetzt wurden. Dann wieder eine Spinne hier hinten. Und dahinter wieder eine Prisma auf dem Stativ. In diesem Fall spricht man von einem geschlossenen Polygonzug, weil wir um das Objekt mit den Stativen stets eine, zwischen den Stativen stets eine Sicht garantieren konnten.
der Aufbau von einem einfachen Ringpolygon bzw. einem geschlossenen Polygonzug hier noch einmal in der Karte festgehalten. Wir sehen den Standort 1, 2, 3, 4, 5 und 7 dann an der Kante zu der Bundesstraße. Die Dokumentation im Innendienst auf der Stadtgrundkarte erfolgt unter Zuhilfenahme der Handskizzen aus dem Feldbuch. Wir sehen hier eine Reinzeichnung. Wir sehen jetzt in Schwarz die Position der Stative, in Blau der Spinnen und in Rot der Zielmarken. An den Gebäude hier zu sehen an der Mikwe. Für die Positionierung an den Fassadenteilen der Synagoge wurden noch hier Orthofotopläne erzeugt, um genauer die Positionierung darzustellen, die wir im Verlauf der Erfassung und Datenverarbeitung später nochmal nutzen müssen. Auf den Stativen werden die Prismen aufgestellt, die vom Tachymeter dann anvisiert werden können. Die Horizontierung erfolgt über Dosen- und Röhrenlibelle, die wir hier gut sehen können. Hier die beiden gut zu sehen. Später werden die Spinnen noch horizontiert. Dies erfolgt hier auch über eine kleine Wasserwaage. Und die Zielmarken werden aufgesetzt, die für die Befliegung umgeklappt werden können, sodass sie aus der Luft gesehen werden können. Und später für das Tachymeter können diese dann nochmal senkrecht aufgestellt werden. Aufbau vom Tachymeter von Leica TS30 auf dem Stativ Nummer 1 vor der Ostfassade Richtung Rhein. Im Folgenden wird dann der atmosphärische Korrektur bestimmt. Es wird nochmal abgelesen, wie hoch der Luftdruck ist. Die Temperatur wird aufgeschrieben und das Ganze wird dann protokolliert. Die ermittelten Werte werden dann bei dem Jobanlegen in den Tachymeter übernommen. Zum einen die Temperatur und der atmosphärische Druck. Und zum Schluss wird dann noch die Orientierung nach 9999 vorgenommen. Mit der Zahl 9999 wird sichergestellt, dass klar für alle klar ist, dass das der Orientierungspunkt ist für das lokale Koordinatensystem. Die Orientierung von dem Stativpunkt Nummer 1 zum Stativstandpunkt Nummer 7 noch einmal hier dargestellt. Und dieser Punkt wird am Anfang als Orientierungspunkt für das Anlegen von einem lokalen Koordinatensystem eingesetzt und bekommt nochmal diese eindeutige Ziffer 9999. Die Messung erfolgt folgendermaßen mit den Tachymetern. Es werden alle Passpunkte nochmal bestimmt und dies von jedem Stativstandpunkt aus. Wir fangen mit dem Stativstandpunkt Nummer 1 an und machen dann zuerst die Orientierung und Ausrichtung und später dann rundherum werden die Zielmarken und Prismen avisiert und der Wert dann ermittelt. Zum Schluss werden noch die Satzmessungen im erste und zweite Lager vorgenommen, das heißt in Gelb zu sehen der Rückblick und in Grün zu sehen der Vorblick. Es werden nochmal zur genaueren Erfassung mehrere Berechnungen gemacht, sodass man dann einen Mittelwert errechnen kann. Dann wechselt man auf die Station Nummer 2, das heißt, das Tachymeter wandert von 1 auf Standpunkt 2 und beginnt dann mit der Messung wieder Rückblick auf die 1. Dann werden die sichtbaren Zielmarken und Prismen avisiert und mit dem Laserstrahl erfasst und später macht man noch einmal den Rückblick und den Vorblick mehrmals, um die Genauigkeit nochmal zu erhöhen. Im Folgenden zeigen wir die einzelnen Schritte noch einmal
zur Verdeutlichung in einen Film. Nach der Orientierung zu dem Standpunkt 9999, was bei uns auf dem Stativstandort Nummer 7 vorliegt, und nach dem Anlegen eines lokalen Koordinationssystems beginnen wir mit dem Polygonzug. Und das Ganze erfolgt, dass wir zuerst mit dem Rückblick zum Standpunkt Stativ Nummer 7 starten, die Punktnummer wurde eingegeben im Tachymeter mit der 7, die Reflektorhöhe spielt keine Rolle. Wir sehen oben auch mit dem IR-Zeichen und den roten Icon, dass es ein Reflektor ist, das ist unser Prisma, was auch reflektiert, und wir sehen, jetzt wurde dieser Punkt erfasst, die Werte sind da und wir springen automatisch auf den nächsten Punkt Nummer 8. Bei uns werden wir jetzt die Zwischenblicke erfassen. Der erste Zwischenblick wird die Spinne Nummer 16 sein. Deswegen wird jetzt die Nummer 16 eingetippt. Dieser wird dann nochmal hier mit dem Suchblick gesucht. Jetzt wird umgestellt auf reflektorlos, weil wir hier eine Zielmarke auf der Spinne haben, die nicht reflektierend ist. Und jetzt wird nochmal mit dem Auge gesucht, feinjustiert mit der Kurbel. Wir sehen, wie die Horizontal- und Vertikalwerte sich auch ändern, wenn der Zwischenblick zur Station, zu der Spinne Nummer 16 erfolgt ist. Kann mit der Messung begonnen werden. Wie in der animierten Grafik bereits dargestellt, erfolgen diese Zwischenblicke einmal im Uhrzeigersinn rundherum. Hier sehen wir den Zwischenblick von der Station Stativ Nummer 1 zur Zielmarke 102 an der Fassade von der Synagoge. In den Tachymeter wird hier der Punkt nochmal aufgenommen und das erfolgt wieder in bekannter Art und Weise die Erfassung der Koordinaten von dieser Zielmarke. Zum Schluss kommt noch einmal der Rückblick und der Vorblick. Der Vorblick auf die nächste Station, auf die der Tachymeter dann wandert. Hier sehen wir die Station Nummer 2 mit dem reflektierenden Prisma drauf. Und unten sehen wir auf dem Display auch schon die Nummer 2 für die Erfassung der Koordinaten. Die ganze Messung dauert den ganzen Tag, insofern wird auch die Mittagspause dazu genutzt, weiterzuarbeiten. Wir bewegen uns weiter um die Synagoge. Wir sind jetzt im hinteren Bereich auf dem Stativ Nummer 4 und zielen gerade auf die Zielmarke von der Spinne Nummer 13. Mit diesem kurzen Video auf die Zielmarke Nummer 107 über der Tür auf die Empore auf der Rückseite der Synagoge wollen wir Ihnen zeigen, wie die Messung stattfindet. Hier wird nochmal mit der Hand feinjustiert. Im Zielfernrohr wurde die Zielmarke avisiert visuell und jetzt findet der Einsatz von den Laser statt. Der rote Punkt jetzt in dem Moment hat uns gezeigt, dass dieser Punkt jetzt erfasst worden ist. Der Laserstrahl wurde dorthin geschickt und zurückgesendet an das Tachymeter. Um 16.11 Uhr dann der Standortwechsel von dem Tachymeter jetzt von Standpunkt 4 auf Standpunkt 5. Dazu wird jetzt unser Prisma hier abmontiert. Und Tachymeter draufgesetzt. Hier sehen wir schon die nächsten Zielmarken und das Prisma auf der Station Nummer 6. Gegen 17 Uhr wird es bei uns in Mainz im Dezember dunkel und wir sehen jetzt den Einsatz einer Taschenlampe, die da helfen soll, die dabei helfen soll, dieses Prisma, dieses reflektierende Zielmarke von der Straßenkante aus zu finden. Vom Standpunkt Nummer 7
Das ist jetzt nochmal der Blick auf Standpunkt Nummer 1. Im Ergebnis sehen wir links die Rohdaten von dem Tachymeter. Wir sehen hier die Aufzeichnung der Station Nummer 1, das heißt Standort Stativ Nummer 1. Wir haben anfangs die Orientierung gehabt, also das Anlegen eines lokalen Systems, Koordinatensystems. Danach erfolgte nochmal die Messung von der 7, die entspricht ja der 9999. Das ist unser Stativ Nummer 7. Dann kam die 16, das war dann hier kein Prisma mehr, sondern unser reflektierloses Zielmarke auf der Spinne und so weiter. Und zum Schluss wurde dann nochmal der Vorblick und Rückblick getätigt in zwei Lagen, was man hier auch nochmal sehr schön sieht. Der Rückblick wäre dann hier auf die Stationsnummer 7. In unserem Fall hier entspricht die 7 der 9999 und der 2, das ist der Stativnummer 2, das ist der Vorblick. Diese Werte werden dann in einer Spezialsoftware umgerechnet. Wir sehen auch hier, die Umrechnung erfolgte auf die Zielmarken, die reflektierlosen Zielmarken. Deswegen, weil wir Passpunkte oder Zielmarken brauchen, die wir aus der Drohne sehen, weil die mittels diesen Zielmarken und diesen lokalen Koordinatensystem werden wir dann in der Lage sein, die Punktwolke, die wir aus den Drohnenbefliegungen in dem Structural for Motion Verfahren generieren, mit der Punktwolke von den terrestrischen Laserscan-Verfahren mit dem PLK 360 Scanner zu verschmelzen, zusammenzubringen über diese, sagen wir mal, Passpunkte bzw. Zielmarken. Und da wir auf den Stativen die Prismen aufgestellt haben und diese nicht nach oben umgeklappt haben und diese auch von der Drohne nicht sichtbar waren, werden sie hier nicht aufgeführt. Die Datenerfassung mit Leica BLK 360 erfolgte parallel. Das haben wir auch in dem Film anfangs gesehen, wo wir einmal um die Synagoge gelaufen sind. BLK 360 ist ein sehr leichte Version eines terrestrischen Laserscanners mit einem Gesamtgewicht von 1 Kilo und den Maßen 165 mm Höhe auf Breite 10 cm. Wir sehen, die maximale Reichweite mit 60 Meter ist jetzt nicht besonders hoch. Was interessant für uns ist, dass die 3D-Genauigkeit bei ungefähr 10 Metern bei 4 Millimetern liegt, was in unserem Fall einer Bauaufnahme vollkommen ausreichend ist. Die Datenerfassung erfolgte mittels Recap auf ein iPad. Man muss dazu wissen, dass der BLK 360 über WLAN mit dem Gerät verbunden werden kann. Das Gerät hat eine integrierte Speicherkarte und überträgt die Daten auch nur über WLAN an das iPad bzw. den Rechner. Und die Autodesk Recap wird so angesteuert, dass man erst einmal die Verbindung mit dem BLK 360 herstellen muss und die WLAN-Verbindung. Und dann kann man in Recap das Gerät finden. Wir sehen das auch unten nochmal, dass es uns auch den Platz auf der Speicherkarte nochmal anzeigt. Und wenn wir dann verbunden sind, können wir mit den Scans, mit dem Scan starten und die einzelnen Setups dann auch aufnehmen. Wir sehen, dass der Scanner jetzt auch orange leuchtet, der Ring. Insofern ist er gerade dabei, Bilder zu erstellen für das Panorama und später dann nochmal im Nachgang wird rundherum gescannt. Das Ganze noch einmal hier mit den Screenshots von dem iPad. Wir sehen die App Recap Pro. Man muss sich dann mit einem Konto anmelden und nachdem man sich angemeldet hat und die WLAN-Verbindung hergestellt hat zu dem Gerät, sieht man dann in Recap die verschiedenen Scan-Kampagnen und Jobs, die angelegt worden sind. Und man erstellt ein neues Projekt, benennt es
Wir sehen hier dann noch einmal, nachdem sich das Gerät des iPads mit dem BLK 360-Scanner verbunden hat, wie viel Akkukapazität wir haben und wie viel Speicherplatz wir noch auf dem Gerät haben. Und dann kann man hier mit den neuen Scan beginnen. Und bei den neuen Scan haben wir lediglich wieder die Einstellung zwischen Scandichte niedrig, mittel und hoch. Wir können dann sagen, ob wir Bilder dazu haben wollen, sodass die Punktwolke dann auch farbig, also die RGB-Werte für jeden Punkt zugewiesen bekommt. Und wir können auch mal hier High Dynamic Range einstellen. Dann werden unter- und überbelichtete Stellen nochmal abgeglichen in den Panoramen, in den Bildern. Diese ganzen Einstellungen mit den Bildern spielen natürlich eine Rolle bei der Zeit für die Erfassung. Das heißt, wir steuern eigentlich über die Scandichte und die Bildqualität die Zeit für den einzelnen Scan. Und anschließend, wenn man die Scans dann losschickt, dann sehen wir, dass der hier die Scans abarbeitet und sichert auf dem Gerät. Zum Schluss haben wir am 4. Dezember 2019, wie schon erwähnt, ein anderes Verfahren eingesetzt. Wir haben eine Drohne, die Mavic Pro, eingesetzt, um Bilder von der Dachlandschaft zu generieren. Mit dem terrestrischen Laserscanner können wir alles erfassen, was man von dem Standpunkt des Scanners sieht. Das heißt, wenn das Dach nicht von oben herab gescannt werden kann, dann liegt es im sogenannten Schattenbereich. Und für diese Schattenbereiche, zum Beispiel die Dächer, wird die Drohnenbefliegung dann eingesetzt. Und aus der Drohnenbefliegung, aus der Vielzahl der einzelnen Bilder, die sich überlappen müssen, kann später im Innendienst mittels Agisoft Metaship zum Beispiel eine Punktwolke generiert werden. Die Drohne, die wir hier eingesetzt haben, wiegt unter 1 Kilo, ist von der Firma DJI Mavic Pro. Und wir sehen die maximale Geschwindigkeit von 65 km pro Stunde. Wir sehen die maximale Höhe über normal 0, 5000 Meter. Die maximale Flugzeit bei knapp einer halben Stunde. Die Reichweite von 13 Kilometern und der Kamerasensor mit der integrierten Kamera von 12 Megapixel. Wir haben hier aus der zweiten Kampagne noch einen kurzen Einschub, um die Drohne nochmal darzustellen. Wir sehen, diese ist recht klein, in einen Koffer zu transportieren. Links sehen wir die Fernbedienung und der Start dann vor der Synagoge hinten an den Zugang zur Empore. Es wird in die Fernbedienung ein iPhone reingesteckt. Und wir sehen dann auf dem iPhone das Bild aus der Kamera. Und ich kann jetzt hier den Start jetzt mit dem Startbeginn. Die Drohne hebt sich ab und wir fliegen jetzt an der Westfassade hoch. Hier noch einmal die Drohne zu sehen. Zurück zu unserer ersten Kampagne, in der wir die Drohne großflächig eingesetzt haben. Hier auch die gleiche Stelle. Bei der Drohnenbefliegung ist es wichtig, dass wir dafür sorgen, dass zwischen den einzelnen Bildern viel Überlappung vorherrscht, sodass die Software später über die Überlappung die Bilder zusammen bekommt und eine homogene Punktwolke dann auch herstellen kann, ableiten kann. Deswegen sehen Sie hier, dass man alle paar Meter, die man nach oben fliegt, zur Seite, immer wieder ein Bild macht. Auch von der Seite hier, bin ich immer noch in den hinteren Bereich. Wichtig ist auch, dass man die Spinnen sieht und die Zielmarken an der Fassade, weil man diese ja später nochmal gezielt markieren kann in der Software, um genauere Skalierung von der Punktwolke vorzunehmen. In dieser Art und Weise werden alle Seiten der Fassade nochmal schräg von oben aufgenommen, sowie auch die komplette Dachlandschaft. Im Ergebnis haben wir die gesamte Dokumentation des Areals aus der Luft mit einer Vielzahl an Bildern, die sich überlappen und die dann
in Agisoft Metashape später eingesetzt werden können, um in dem Verfahren Structure for Motion eine Punktwolke daraus zu generieren. Die zweite Kampagne vom 8. April 2020 konzentrierte sich zum einen auf der Synagoge, die diesmal aber leergeräumt wurde. Zum anderen ergab sich die Möglichkeit, das Habigische Haus zu scannen, und zwar das Hinterhaus mit dem Verbindungsbau im Erdgeschoss und das Vorderhaus, welches im Dezember 2019 nicht zugänglich war. Bei der Synagoge wurde die Bestuhlung herausgenommen und auch das Inventar an den Wänden, um die Streuung der Laserstrahlen zu verringern und genauere Messdaten im freien Raum zu generieren. Das Inventar wurde dann auf dem Vorplatz deponiert. Die Zielmarken wurden im leergeräumten Synagoge aufgestellt. Und es wurde dann wieder angefangen, mit dem BLK-Scanner zu scannen. Der Aufbau vom BLK-Scanner, hier noch einmal vorgeführt, der ca. 1 Kilo schwere Scanner wird rausgenommen, kommt auf einen Tripod, der von Leica geliefert wird, der allerdings recht unstabil ist. Der Vorteil ist, dass das Gerät sehr einfach bewegt werden kann. Der Scannerkopf wird aufgesetzt auf den Adapter. Und hier wurde nun die Cyclone Field 360 App verwendet, nicht mehr im Recap von Autodesk. Es fand eine Anpassung der App an das neue Gerät statt, welches eine viel bessere Koordination und Steuerung des Gerätes ermöglichte. Das Einschalten erfolgt über einen Knopfdruck. Der Scanner leuchtet jetzt gelb und das iPad wird eingeschaltet. Es wird erneut die WLAN-Verbindung zum Gerät hergestellt. Das Gerät ist jetzt erkannt worden. Wir können jetzt verbinden. Wir wechseln jetzt in die Cyclone Field 360 App und sehen hier schon die grafische Oberfläche. Wir können einen neuen Job anlegen, den nennen wir jetzt Synagoge Weisenau. Wir haben noch die Möglichkeit, jetzt den Scannen zu beginnen. Unten die drei Buttons. Mit dem ersten Button können wir jetzt den Scan gleich starten, aber erstmal können wir die 3D-Scan-Dichte bestimmen. Wir wählen hier bei der hohen Scandichte 3 Minuten 40 Anzeige. Wir wechseln wieder auf die mittlere Scandichte 1 Minute 50 und wir haben jetzt bereits mit dem Scannen begonnen, mit der mittleren Dichte ohne Fotos, ohne die 360 Grad Panoramen, wären wir jetzt mit 1 Minute 50 dabei. Das Setup Nummer 1 und Setup Nummer 2 kann man jetzt miteinander verbinden. Wir sehen hier, der Scan-Vorgang läuft noch vom Setup Nummer 1. Das wird uns oben angezeigt mit den roten Balken, oben rechts. Jetzt ist der Scan auf dem Gerät zu sehen. Wir sehen jetzt hier die Position, das Vorfeld mit dem Blick in den Innenraum der Synagoge. Gehen wir zurück zum Scanner und positionieren diesen im Innenraum direkt am Eingang. Dies wird unser Setup Nummer 2 sein.
Scanner ist bereit, da er grün leuchtet. Wir gehen jetzt hier wieder auf den linken Button, mit dem wir dann bestimmen, wie wir es scannen wollen. Diesmal wollen wir mit einer 360-Grad-Panorama, also mit Bildern erfassen. Und wir nehmen die hohe Scandichte für den Innenbereich und sind jetzt schon bei 4 Minuten 40 pro Scan. Ohne HDR. Mit HDR wären es 6 Minuten 10. Wir wählen hier sogar mit HDR, weil wir hier Innenraum haben, der unterbelichtet ist und Außenraum, der überbelichtet ist. So verfahren wir den ganzen Raum. Wir wandern mit dem Scanner durch den Raum und scannen ein Setup nach dem anderen. Hier zu sehen unser Setup Nummer 10, der auf dem Rednerpult auf der Beamer steht. Und in der Aufnahme sehen wir jetzt den Raum, der hier mehrere Verbindungen hat. Wir sehen jetzt auch unser Setup Nummer 10, was dazugekommen ist, was jetzt hier frei fliegt, im Raum fliegt. Wir können diesen Setup jetzt hier positionieren und automatisch ausrichten. Und sehen nun, dass er uns hier Setup Nummer 9 und 10 zeigt, jedes mit eigenen Farbgebung, blau und orange. Wir können jetzt hier auf dem iPad bereits vor Ort im Außendienst prüfen, ob die Punktwolken so stimmen oder nicht. Und wenn wir hier dann zufrieden sind mit der Prüfung, können wir verknüpfen oder optimieren zuerst. Dann wird die Punktwolken auch leicht angepasst und verknüpfen. Und wir sehen hier dann in dem Vorschau, dass alle Setups miteinander verbunden sind. Das ist nochmal die visuelle Kontrolle in 3D, dass man zum Schluss sich nochmal alles hier nochmal anschaut und das gesamte Gebäude nochmal prüft. Insofern gibt uns die App von Cyclone Field 360 die Möglichkeit, im Außendienst bereits die einzelnen Setups miteinander vorzuregistrieren und eine Vielzahl an Arbeit bereits während der Scanarbeit zu erledigen. Da es sich um ein jüdisches Kulturdenkmal handelt, wird es natürlich auch sehr stark überwacht von der Polizei. Und insofern wurden wir auch hier kontrolliert, da die Streife gesehen hat, dass das Tor offen war und dass Menschen sich dort befanden, wurden unsere Papiere kontrolliert. Wichtig ist dabei, dass man natürlich die Bevollmächtigung oder die Erlaubnis vom Besitzer, von dem Grundstückseigentümer hat, dass man sich auf dem Grundstück befindet und dass man auch die Arbeiten durchführen kann. Nach diesem kurzen Intermezzo konnten wir dann mit den Scanarbeiten am Habigischen Haus fortfahren. Das ist das Haus, was man jetzt zu Rechten an der Straßenseite sieht, hinter dem Baum. Dieses Habigische Haus wurde von der Stadt Mainz aufgekauft und soll den Synagoge Weisenau zugeteilt werden. Das Haus stand schon längere Zeit unbewohnt da und ist vom Schimmelbefall gekennzeichnet, sodass das Tragen einer FFP2-Maske eine Grundvoraussetzung war, in das Gebäude reinzukommen. Auch für das Habichhaus wurde die Cyclone Field 360 App eingesetzt. Es wurden einzelne Jobs angelegt für die einzelnen Geschosse und auch die einzelnen Gebäudeabschnitte, also Vorderhaus und Hinterhaus. Und wir sehen dann hier eine Ausrichtung von dem Hinterhaus, von dem Setup 2 und 3, beziehungsweise Setup 4 und 3. Und wir sehen, dass anscheinend jetzt keine automatische Ausrichtung und Registrierung stattfinden konnte und wir müssen jetzt hier visuell nachhelfen. Dazu nehmen wir den Apple Pencil, um nochmal genauer hier die Sachen zueinander zuzuordnen. Es ist natürlich vom großen Vorteil, wenn man vor Ort ist oder das Gebäude vor Ort auch gesehen hat, weil man dann natürlich viel zielgenauer die räumliche Zuordnung erledigen kann.
Was hier auch sichtbar ist, dass wir hier in den Bereich hier unten im Treppenhaus sehr nah an den Wänden unseren Setup aufgestellt haben. Und das sind nämlich diese Löcher, die dann dahinter entstehen. Wir haben einen Mindestabstand von circa halben Meter. Wenn der unterschritten wird, werden keine Messdaten erfasst. Insofern sehen wir hier dann diese Löcher, weil wir zu nah an den Wänden sind und der Laserscanner nicht die mindestens Distanz hat, um Punkte zu erfassen. Genauso hier unten, das ist natürlich der Schatten, das weil unser Scanner natürlich nicht nach unten unter sich scannen kann. Das ist ein weiterer Punkt, der dann ein Loch hat in der Punktwolke. Jetzt wurde das Ganze nochmal optimiert und dann verknüpft. Und wir sehen dann nochmal hier das fertige Objekt. Die zwei, unser Bundle hier mit den Scans, die verbunden worden sind. Die dritte Kampagne vom 17. Juni 2020 diente der Georeferenzierung der Datensätze vom Dezember 2019 und April 2020. Die seitens der Stadt Mainz Bauamt Vermessung und Geoinformationen zur Verfügung gestellte Grundkarte im DWG-Format erlaubte uns in Autodesk Civil 3D die einzelnen Vermessungspunkte abzugreifen und die Koordinaten dieser Festpunkte in Gauß-Krüger abzulesen. Dazu können, wie hier dargestellt, die einzelnen Blöcke der Festpunkte ausgewählt werden. Über Eigenschaften gelangt man in die Eigenschaften der Blockreferenz. Wir sehen hier einen Polygonpunkt. Das ist hier der trigonometrische Punkt, der hier erfasst ist, und in der Geometrie sehen wir hier die Gauß-Krüger-Koordinaten von diesem Festpunkt. Des Weiteren, neben diesen trigonometrischen Punkten, die wir gleich nochmal vorstellen werden, haben wir die Schieber, die Wasserschieber hier identifiziert, und nach dem Gelangen über die Eigenschaften in die Parameter von diesem Wasserschieber können auch hier von diesem Punkt die Koordinaten im Gauß-Krüger-Koordinatensystem abgelesen werden, inklusive der Höhe des Wasserschiebers. Im Feldbuch der dritten Kampagne sehen wir den Standpunkt des Tachymeters mit den Anschlusspunkten zu den Gauß-Krüger-Koordinaten. Wir haben, wie gesagt, mindestens drei Anschlusspunkte, damit wir den Standpunkt auch berechnen können. Und wir haben den Anschlusspunkt trigonometrischer Punkt bereits kennengelernt in Autodesk Civil 3D und genauso den Anschlusspunkt hier des Wasserschiebers. Wir haben dann noch weitere hinzugenommen. Des Weiteren nach der Ermittlung diesen Standpunktes von Tachymeter können wir die Zielmarken hier, die hier dargestellt sind, nochmal avisieren und diesen wird dann automatisch die Gauß-Krüger-Koordinaten zugewiesen. Die freie Stationierung über die Festpunkte im bekannten Koordinatensystem erfolgt also über die Standortwahl für den Tachymeter, der hier aufgestellt wird. Und danach fängt die Suche nach den ersten Anschlusspunkten, die man aus der Grundkarte der Stadt Mainz dann ablesen kann. Solche Zeichen hier mit den Xen sind Hilfszeichen. In der Verlängerung dieser Achsen befindet sich ein Anschlusspunkt. Diese Hilfen sind dazu da, um die Anschlusspunkte auch zu finden, wenn sie zum Beispiel unter einem Auto, geparkten Auto, sich befinden. Wir haben den Punkt, den trigonometrischen Punkt, recht schnell gefunden. Dieser ist dann mit seinem Vermessungslabel versehen im Boden und haben dann darauf ein Stativ aufgebaut mit einem Prisma, welches dann hier natürlich horizontiert wird, um dann den Standpunkt über den ersten Anschlusspunkt zu ermitteln. Wir haben dann noch weitere dazugenommen, um dann die Koordinaten von dem Tachymeter-Standpunkt zu bekommen. Weitere Standpunkte zusätzlich zu dem trigonometrischen Standpunkt waren die Wasserschieber, die wir dann auch hier schnell im
Straßenraum gefunden haben. Und auch hier wurde dann ein Stativ horizontiert, das Prisma draufgestellt, und die Bestimmung erfolgte dann auch hier über diese weiteren Anschlusspunkte. Nachdem der Standort vom Tachymeter bestimmt worden ist und die Position im Gauss-Krüger vorlag, wurden die Zielmarken am Objekt abgelegt. Hier im Bild zu sehen 206, 205 und 306. Anschließend werden die Gauss-Krüger-Koordinaten von den Zielmarken vom Standpunkt des Tachymeters ermittelt. Und im Ergebnis bekommen wir hier eine Tabelle mit den Werten für die Zielmarken, mit dem Rechtswert, Hochwert und der Höhe, die dann auch bereits im Gauss-Krüger-Koordinaten vorliegen. Parallel dazu begannen wir mit dem 3D-Scan mit Leica BLK 360 in den Straßenraum, sodass wir dann eine Punktwolke erzeugt haben, mit der wir dann später für die Cloud-to-Cloud-Verknüpfung in Register arbeiten konnten. In den folgenden Videotutorials wird gezeigt, wie die Daten aus der ersten Kampagne vom 4. Dezember 2019 aus der Erfassung mit dem terrestrischen Laserscanner und der Erfassung mit der Drohne mit den Daten aus der zweiten Kampagne und der dritten Kampagne zusammengebracht werden können.